Herzlich willkommen zurück bei der Peachtree Morning Show. Und hier haben wir Gesche Michael selber, der Besitzer des Cafés, und Allison, meine Partnerin in so vieler Beziehung. Und ich bin heute etwas nervös, weil ich bin zum ersten Mal ein Moderator in den letzten 30 Jahren, zum ersten Mal. Und heute ist Donnerstag, der 5. März. Und lasst uns mal weitermachen mit dieser großartigen Talkshow. Und wir haben eine wunderbare Frage. Und natürlich besonders Geshe-la hat einen wirklich tiefen Geschäftshintergrund und natürlich noch tieferes Wissen in den alten Texten. Woher kommt die Frage? Aus Mexiko. Und sie ist ein Diamond X Teacher. Und sie hat eine großartige Frage. Wenn man seinen Job verlässt, um ein neues Geschäft anzufangen, welche Samen muss man pflanzen, dass man finanziellen Erfolg hat und seinen Lebensstandard nicht nur halten, sondern sogar verbessern kann? Die Frage, die sie stellt, ist also, wenn du deinen Job verlässt, um ein neues Geschäft zu machen, dann wie machst du das erfolgreich und wie behältst du deinen guten Lebensstandard? Also nicht zu geschäftig und nicht zu gestresst. Wie kann man das also jetzt machen, dass man einen besseren Lebensstandard dann bekommt? Und Gesche Michael, weil du der Boss dieses Cafés bist und du hast schon so viele Geschäfte gestartet und du fängst ständig neue Geschäfte an, was würdest du dazu sagen? Also, als ich Fernandas Frage gehört habe, habe ich gedacht, als ich im Diamantgeschäft gearbeitet habe, da haben immer mehr Leute mich gefragt, könntest du nicht noch mehr über das Samensystem lehren? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin voll beschäftigt. Ehrlich gesagt, mehr als voll beschäftigt. Und ich könnte zwar ein neues Geschäft gründen und das könnten wir DCI nennen, aber dann habe ich es mit der Angst bekommen. Wenn ich jetzt einfach aufhöre, von einem Tag zum anderen aufhöre, denn ich habe ja nur so viele Ersparnisse und die werden sich dann langsam aufbrauchen und ich habe schließlich sehr gut verdient und ich habe schon verstanden, dass es ja eine Weile dauern wird, bis das neue Geschäft sich aufbaut. Und ich war mit meinen früheren Chefs sehr, sehr ehrlich. Ich bin dann zu deren sehr schönen Häusern gegangen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich muss einen Übergang beginnen, und zwar zu meiner neuen Karriere. Und ich würde euch gerne fragen, könntet ihr mich unterstützen, indem ich zuerst 4 Tage die Woche arbeite und dann 3 und nachher 2 die Woche. Und es hat mich dann insgesamt 6 Monate gebraucht, bis ich aufhören konnte, bis ich dann Geld zusammengesammelt hatte. Und dann manchmal bin ich auch noch zurückgekommen und habe sie noch beraten. Aber die konventionelle Antwort ist hier jetzt erstmal, geh jetzt nicht einfach von deinem alten Job weg, weil du jetzt ein neues Geschäft gründen möchtest. Sei smart und mach einen Übergang. Also das ist, würde ich jetzt mal sagen, eine konventionelle Antwort. Und Xiaoping, was meinst du, sind jetzt die tieferen Ursachen? Was muss man hier beachten? Vielen Dank, Geshe-la. Stanley und ich, wir haben unser neues Geschäft und unsere neue Firma 2017 gegründet und wir haben da einige Erfahrungen, die wir jetzt mitteilen können. Und ich würde mal sagen, das Samenniveau ist so, dass man sicher sein muss, dass man schon die Samen gesetzt hat, um da erfolgreich zu sein in der Zukunft für das neue Geschäft. Bevor wir also das Geschäft begonnen haben, haben wir schon Samen gesät für unsere Firma.
Und bevor wir die dann gestartet haben, 2017, da haben wir ja schon lange, viele Jahre vorher angefangen darüber zu sprechen, welche Samen wir setzen müssten für den finanziellen Erfolg, für ein gutes Team und all solche Dinge. Und ja, ich würde sagen, sogar 5 Jahre lang haben wir das schon vor der Firmengründung gemacht. Was ist das jetzt hier? Ja, ich habe jetzt eine nette Idee. Also wir sind chinesisch und wir sind Chinesen und wir wollen euch jetzt mal etwas von unserer Kultur zeigen. Und für Fernanda und für alle, die auch ein Geschäft gründen möchten. Und ihr könnt das jetzt Chuang Yi aussprechen. Chuang Yi aussprechen. Chuang Yi. Und was hat das jetzt mit dieser Frage zu tun? Chuang Yi heißt Startup. Und Tra heißt auch so viel wie kreieren, starten. Und Yi sieht aus wie eine Pflanze. Yi hat viele Bedeutungen. Das ist, heißt so viel wie Geschäft. Aber das heißt dasselbe Wort für karmischen Samen. Und was Allison gesagt hat, und das war ja so viel wie das, was Geschlers Rat war, es gibt also eine konventionelle Art, daran zu gehen. Und er sollte es also seinen Übergang machen und so. Aber es ist so, man kriegt einfach Angst und dann kommt man zurück und in den alten Job und dann fängt man nie das Neue an. Das ist das Problem. Und wenn du jetzt ein Jahr dich vorbereiten kannst, Chuang Yi, Startups sagt man ja, die haben auch Misserfolge. Also zum Beispiel in Shenzhen, heute bist du ein Millionär und morgen bist du pleite. In Shenzhen gibt es mehr Millionäre, die pleite sind. Und das ist sozusagen eine Startup-City und die ist voller Millionäre, die pleite sind. Also das ist eine Stadt mit 20 Millionen, eine kleine chinesische Stadt. Naja, schon ziemlich groß. Und warum wollen wir jetzt also diese beiden Worte sagen? Das tatsächliche Kapital für dein Startup ist nicht die Erfahrung oder das Talent oder das Geld, noch nicht mal das Geld. Der tiefere Grund, tiefere Ursache sind die Samen, also das Startup-Kapital sind die Samen, die guten Samen in deinem Geist. Wenn ihr anderen geholfen habt, diese Samen, die ihr dann bekommen habt, das ist das Startup-Kapital. Aber sie sagt außerdem, fragt außerdem, wie kann ich meinen Lebensstandard halten? Und bei der China Soft Power Executive Training Program, da weiß ich noch ganz genau, die sind zwar erfolgreich, aber die sind müde, erschöpft, haben keine echte Lebenslust mehr und die haben zwar eine große Firma, aber wenn du jetzt ein Startup-Unternehmer wirst, dann kann es gut sein, dass du dich verbrennst. Und wie kann man jetzt also einen guten Lebensstandard behalten, ohne dass du ständig noch beschäftigter und noch ausgebrannter und gestresster wirst? Meine einfache Antwort ist jetzt, wenn du jetzt deine eigene Firma anfängst, dann kannst du ja auch deine eigenen Regeln aufmachen. Aber selbst wenn du die Regeln machst, dass ich um 5 nach Hause gehen kannst, du wirst die Regel sofort brechen. Die konventionelle Antwort ist nämlich, du kannst zwar nach Hause gehen, wenn du möchtest, jetzt, wo du dein eigener Boss bist, aber nachher arbeitest du eigentlich unterm Strich mehr. Und Xiaoping, gibt es jetzt eine Art und Weise, wie du, Fernanda, dein neues Geschäft aufmachen könntest? Gibt es da eine Art und Weise, wie du
du vielleicht noch mehr arbeiten würdest, aber du dich besser und gesünder fühlen würdest. Ja, das ist... Ja, und sie möchte also gerne der Boss sein, aber jeder möchte gerne der Boss sein. Ja, interessant. Ich glaube, wir haben auch schon darüber gesprochen. Ich habe schon das Gefühl, jetzt, wo wir so viele Firmen haben und so viele Projekte und so, ja, wir lehren und wir gehen auf Tour und wir haben so viele Verantwortungen. Und trotzdem, es ist interessant, wir haben nämlich jetzt bemerkt, dass wir trotzdem mehr Energie haben. Das klingt eigentlich widersprüchlich. Aber was ist jetzt hier das Geheimnis? Ich will das jetzt auch wissen. Doch. Ja, aber ich kann auch ein paar praktische Tipps geben hier. Und das ist nämlich die Motivation, die hier eine Rolle spielt. Warum machen wir das? Warum haben wir diese Firma aufgemacht? Das ist ja doch, um diesen Unternehmern zu helfen, dass sie mehr Energie haben und dass sie eben mit dem Seed System sich alles aufbauen können. Und ja, weil wenn wir den Leuten helfen, auf eine ganz neue Art und Weise, nämlich mit dem Samensystem ihr Unternehmen aufzubauen, dann ist diese Motivation, denen zu helfen, sät ja schon sehr, sehr kraftvolle Samen. Und ich erinnere mich da an eine Geschichte, wo wir vor ein paar Jahren in Taiwan waren. Da haben wir vor 3000 Leuten gesprochen. Und die Nacht davor, wir haben beide ja für Geshe Michael übersetzt. Und ich weiß, bei diesem Talk war ich sehr, sehr nervös. Und das war ja schließlich unser größter Talk bis dahin. Und die Nacht davor konnte ich kaum schlafen. Und in dem Moment, als wir in die Richtung der Bühne gegangen sind, da fühlte ich mich so müde und dann so nervös. Und dann habe ich erinnere mich, dich gefragt, Geshe Michael, ich habe wirklich Angst, weil ich habe keine Energie und man muss ja viel Energie haben für 3000 Leute. Und dann hast du zu mir gesagt, ein Satz. Und dann hast du gesagt, erinnere dich einfach, warum wir das tun. Und dann habe ich einfach meine Energie und meine Motivation angepasst und umgeswitcht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe so viel Möglichkeit, so eine große Möglichkeit, so vielen Leuten zu helfen. Und dann kam tatsächlich ein unglaublicher Umschwung meiner Energie. Ich habe so viel Energie gespürt, das war unglaublich. Ja, ich erinnere mich auch gut daran. Ja, jetzt habe ich noch eine weitere Frage an euch. Also wir lehren ja die 4 Schritte jeden Tag. Und die 4 Schritte, die sollen ja für große Dinge funktionieren und für kleine Dinge. Und für große Firmen zum Beispiel, Tausenden von Leuten zu helfen und kleine Dinge wie zum Beispiel dein Gewicht oder so kleine Sachen wie der Verkehr auf der Straße oder... Und meine Tendenz ist jetzt, die 4 Schritte immer bei den großen Dingen zu erinnern. Aber bei den kleinen Dingen, da denke ich überhaupt dann nicht dran. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein kleines Problem mit dem Partner hat oder so, oder ich fühle mich körperlich nicht so gut, dann vergesse ich das einfach. Ja, dann denke ich nicht an Samen. Dann denke ich, ich sollte mehr das essen oder ich sollte dieses machen oder jenes machen. Wie kann ich jetzt den Geist immer wieder auf die Samen lenken? Und denn ich habe nämlich den Eindruck, das betrifft Fernandas Frage in dem Geschäft. Wie kann man das da anwenden? Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Wie kannst du also ständig dich an die Samen, an das Samensystem erinnern? Ich denke, ein Vorschlag, den ich habe, ist, das 6-mal-Buch zu schreiben. Und wenn ihr das noch nicht kennt, dann könnt ihr uns bei den DCI-Veranstaltungen ansprechen oder das steht auch im Diamantschneider-Buch, wie man das macht.
Und das ist eine Art und Weise, wie wir unsere Gedanken ständig verfolgen können, 6-mal am Tag, so ungefähr alle 2 bis 3 Stunden. Da checkt man den Geist und dann schreibt man bestimmte Dinge, worüber man nachgedacht hat. Zum Beispiel, ob man über die Samen nachgedacht hat. Und dann kann man über mehr Details noch später sprechen, aber das ist eine sehr gute Art und Weise, uns zu helfen, wirklich immer uns daran zu erinnern, dass es um die Samen geht, die ganze Zeit. Das Samensystem. Und desto erfolgreicher wird unsere Firma werden. Was ist dein Vorschlag? Also die meisten Unternehmer sind ja sehr, sehr beschäftigt. Die haben auch irgendwie so den Lebensrhythmus verloren. Und das wäre gut, wenn die wieder in ihre Mitte kommen könnten. Und was wir häufig machen eben, wir lesen einfach immer wieder in den alten Klassikern nach. Unser Geist ist ja so ein bisschen wie altes, ausgetrocknetes Holz oder Stein. Und ich würde sagen, ein Drittel unserer Zeit, ja, mindestens verbringen wir damit, doch immer tiefer und tiefer zu studieren, damit unser Geist wirklich sich verändert und dass wir wirklich ständig daran erinnert sind, wie Samen funktionieren. Und dann unser DCI Online-Programm, da gibt es ja die verschiedenen Levels. Und ich sehe das nämlich auch als Chance an für Unternehmer. Dann können Sie mal so mal anschauen, so zwischen 5 und 10 Minuten pro Tag, einfach mal reinschauen in die alten Klassiker, um dann wieder zur Arbeit zurückzugehen. Aber dann vergessen Sie die Samen nicht. Aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal die Schritte zusammenfassen, 3 Schritte. Also erstmal, du brauchst eine Übergangszeit von dem alten zu dem neuen Job, damit du sozusagen geschützt bist und ein bisschen Geld an die Seite legen kannst, weil das ist ja schließlich ein Risiko. Und ich habe einen großen chinesischen Unternehmer getroffen, der hat gesagt, was ist denn dein Geheimnis? Sagt er, ich fange nie ein Projekt an, ohne das Geld zu haben, weil er weiß, dass ich es nicht habe. Also, das Geld bereitlegen. Und Allison hat gesagt, die tieferen Ursachen, bevor du überhaupt das Geschäft beginnst, dann sammle erstmal viele Samen. Und Siri stimmt dem zu. Und wenn ihr euer Investmentkapital zusammenlegt, dann macht sicher, dass es dein Investmentkapital aus Samen besteht. Denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also, dann kommt jetzt die nächste Frage. Achso, dann gibt es noch. Oh. Und dann unbedingt die Samen 6-mal am Tag im 6-mal-Buch zu erinnern. Und das ist noch ein weiterer Diamond X-Speaker, Juan aus Kolumbien. Meine Frage ist, in meinem Land gibt es viele Firmen, die nennen sich Network Marketing. Und die bringen Leute zur Firma und die lehren die dann das Geschäft und die helfen denen dann, erfolgreich zu werden. Aber 70% dieser Firmen, die haben Misserfolg im ersten Jahr. Warum ist es so hier, dass anderen Menschen zu helfen nicht funktioniert? Warum funktioniert es nicht, wenn man anderen Leuten hilft? Kennt ihr diese Art von Firmen? Wie ist das? Das ist eine Firma, die basiert darauf, anderen Leuten zu helfen. Und zwar das Geschäft ist dann eben Dinge zu verkaufen. Und zwar von zu Hause aus typischerweise. Durch die sozialen Medien oder von zu Hause. Aber was er jetzt hier sagt, ist, warum funktioniert das hier nicht? Ich helfe anderen Leuten, diese Dinge zu verkaufen. Und ja, du hilfst ja einer anderen Person, Geld zu verdienen.
Und trotzdem funktioniert es. Es sollte ja eigentlich funktionieren. Warum nicht? Also, findet das raus zusammen mit Scott und Orit. Also, bis dahin. Tschüss.